Das Interessante ist, dass wir heute Abend sehr unterschiedlich alt sind vielleicht, aus unterschiedlichen Gegenden kommen, aber bei manchen Fragen eigentlich fast jeder sein Handy gerade hochgehoben hat. Besonders bei der letzten Frage, bist du schon mal enttäuscht worden? Und natürlich bin ich auch schon mal enttäuscht worden von verschiedenen Menschen. Und die Frage ist heute, inwiefern Enttäuschungen vielleicht zum Leben dazugehören. Weil wenn ich euch zugeguckt habe, ist jeder in diesem Raum schon mindestens einmal enttäuscht worden. Ich möchte heute mit dieser Enttäuschung mit dir reden. Und die Frage ist, das Wort Enttäuschung, ob das vielleicht sogar ein gutes Wort ist. Ich habe mein Handy ausgemacht, ich lege es kurz zur Seite und dann geht's los. Enttäuschung. Enttäuschung bedeutet ja, dass ich eine Täuschung habe, eine Täuschung aufliege und dass ich enttäuscht werde. Das ist ja eigentlich was Gutes. Das heißt, du hast eine Vorstellung von einer Freundschaft, einer Beziehung, von Familie, von Kirche und du wirst enttäuscht. Also eigentlich unterm Strich etwas Gutes, weil du hast an einen Fake geglaubt. Die Frage ist, ob Enttäuschung in unserem Leben vielleicht oft notwendig ist und vielleicht Gott uns sogar Dinge anvertraut durch die Bibel sagt, wenn ihr euch darauf einlasst, dann musst du enttäuscht werden. Ich glaube, wir alle haben ein was gemeinsam, egal wie jung oder alt wir sind auf eine Art Hollywood geschädigt. Das habe ich euch gleich angesehen, als ihr reingekommen seid. Ich stand da am Eingang. Was meine ich damit? Hollywood geschädigt? Egal, ob du dich heute als Christ bezeichnest oder dich dein Freund zum Christival mitgenommen hat und du wusstest nicht, was das für ein Laden ist und jetzt einfach merkst, es geht um Christus die ganze Zeit, wusstest du nicht. Meine Schüler haben früher immer gesagt, wusste ich nicht, enttäuschen. Also das ist hier so Christenzeug, verstehst du? Wenn du jetzt hier bist und dein Freund dich mitgenommen hast, bist vielleicht enttäuscht von dem, dass ich mitgenommen habe. Aber es geht um Kirche hier, um Glaube und all diese Themen. Und wir haben Vorstellungen. Zum Beispiel habe ich eine Frage an dich. Wer ist heute verliebt? Wenn dein Partner da ist, solltest du dich melden. Sonst ist der Nächste enttäuscht, verstehst du? Also nochmal, wer ist verliebt heute Abend? Ah, ein paar Enttäuschungen weniger. Der da hinten hat schon die Rippen gebrochen. Psch, meld dich. Okay. Aber verliebte Menschen sind ein bisschen komisch. Ist dir das mal aufgefallen? Also letztens war ich mit einer jungen Dame unterwegs in München. Sie ist total verliebt. Und egal, wo sie war, hat sie immer alles an ihren Sportzel erinnert. Gell? Alles. Also zum Beispiel auf die Straße sagt sie, ein rotes Auto. Mein Spatz fährt ein rotes Auto. Und du denkst dir, komm mal wieder runter, ist doch okay. Also verliebt sein kann man auch mit bekifft übersetzen. Also man hat so, verstehst du, man hat so Verhaltensweisen. Und dann... Ja. Und dann ist es ja so, dass wenn wir verliebt sind oder dass wir daran glauben, dass es zumindest den perfekten Partner gibt. Ja? Ein paar haben sich gemeldet, den Traumpartner sucht ihr noch. Ja? Wo sind Singles? Meldet euch nochmal, das ist die Chance. Meldet euch kurz. Yes, come on! Du musst zum Christival kommen, da findest du sie alle. Gut, okay. Also, beim Christival ist es so, beziehungsweise beim Singlesein ist es so, du hast Vorstellungen vom perfekten Partner. Und ich möchte jetzt sehr vorsichtig beibringen, weil wir alle glauben bis zum Gefunkt am perfekten Partner. Aber ich habe die Menschen beobachtet, die hier reingekommen sind. Und ich will dir gleich mal nahe treten. Jeder, der zur Tür reingekommen ist, war ein Mensch. Jeder. Das heißt, ich habe keine perfekten Menschen gesehen, die hier reingekommen sind. Das bedeutet, dass du auch den perfekten Partner deswegen nicht findest, weil es ihn erstens nicht gibt. Und zweitens, stell dir vor, es gäbe ihn wirklich. Stell dir das mal vor. Du hast einen perfekten Partner, du streitest dich zum Beispiel, ja, und sagst, regst dich auf und schreist rum und dein Partner sagt, ich liebe dich. Ich kenne keine Emotionen. Ich bin Jesus. Und du denkst, reg dich doch mal auf, Mensch. Oder dann wird der älter, verstehst du, wirst älter und dann denkst du irgendwann so, das ist auch keiner bei euch hier im Raum, aber manchmal wird man schon älter, ne? Und dann so, ab 30, da bin ich so, da fängt man an Orten zu wachsen, wo man gar nicht wusste, dass man da wachsen kann. Und dann stell dir vor, du hast den perfekten Partner, der sieht auch noch mit Mitte 60 so aus wie ein Brad Pitt mit 19 und denkst, werd auch mal fett, Mensch. Das kann doch nicht sein. Und wenn du den perfekten Partner suchst, das ist keine gute Idee, weil ich habe dich gesehen, als du reinkamst, du bist ein Mensch und du bist nicht perfekt. Deswegen ein perfekter Partner wäre für dich der Horror. Wirklich. Aber dann denken viele Leute, okay, es gibt einen perfekten Partner, zwar nicht, aber es gibt zumindest den einzigen richtigen. Ja?
Und dann stellt man so vor, was ist, wenn ein Falsch nimmt, dann schauen wir so Filme an, wie zum Beispiel, es gibt die Hannelore und Egon und sie sind am heiraten, Riesendrama. Und du weißt, es gibt den Giuseppe und die Hannelore kannte Giuseppe vom Christiwelt 2016. Das wäre die perfekte Liebe, aber sie nimmt den Egon. Du fieberst mit bei diesem Film. Salvatore fährt los mit seiner Vespa von Roma Richtung Karlsruhe. Der Pfarrer sagt, wenn jemand was zu sagen hat, soll er es sagen. Oder für immer schweigen, wir fiebern, schafft es Salvatore. Ja, er schlägt an die Tür. Er geht rein, sagt, nein, Macke da Nike, nehme Mike. Und du denkst dir, was für ein Schwachsinn. Aber wir glauben das schon, verstehst du? Wir glauben das so tief drinnen in uns, dass es diesen perfekten Partner gibt. Und dann nochmal zum Traumpartner. Stell dir vor, du suchst jetzt die Frau, ja? Und deine Frau, die einzig wahre, ist gerade in Mosambik. Das ist die Jenny. Du kennst sie ja noch nicht. Aber sie ist gerade in Mosambik auf Missionseinsatz. Verstehst du? Und jetzt kommt der Sven nach Mosambik. Der weiß nicht, dass die Jenny dein ist und nimmt sie. Verstehst du? Der Catch, die sagt, let us marry, die heiraten. Und der Sven nimmt deine Jenny. Und die Folge ist, weil der Vollpfosten die Falsche nimmt, nehmen alle weltweit als Kettenreaktion die Falsche. Alle! Und deswegen schaust du dir, es gibt ja dann Leute, ja, die schauen an ihren Partner und denken sich, stimmt, der Sven war schuld. Also, das, wenn ich, also verstehst du? Also, tief drin glauben wir das aber doch irgendwie. Und dann sagst du, naja gut, beim Partner glaube ich es nicht, aber dann geht es um Thema Familie. Ich habe dir mal ein Bild von Facebook mitgebracht. Kennst du Facebook? Bei Facebook brauchst du Faith, also Glauben, um zu glauben, was die Leute posten, dass das auch stimmt. Oder hast du jemand mal gesehen, wer sich selbst macht und Selfie, ich bin gerade depressiv und scheiße drauf. Wie viele Likes kriege ich? Nee. Und jetzt, die meisten im Raum haben keine Kinder, ne? Ich muss jetzt was erklären. Ich kenne keine einzige Familie, keine, die so ein Foto ohne Bestechung der Kinder hinkriegt. Keine! Ja, mein Sohn, verstehst du, wenn der auf ein Foto kommt, sag ich immer, Benedikt, du kriegst was Süßes. Oder wenn der hat keinen Bock auf Fotos. Verstehst du, ein Kind kommt nicht auf die Welt, sagt, lass uns Fotos machen. Und diese perfekte Familie, die gibt's nicht, verstehst du? Weil spätestens, wenn du in deine Familie geboren wurdest, ich komme dir noch mal ein bisschen nah, ist seitdem du in der Familie bist, sie nicht mehr perfekt. Ist dir das aufgefallen? Ist dir aufgefallen? Okay. So, und jetzt auf diesem Bild siehst du ganz viel nicht. Das ist Familie Bilderbuch. Bob Bilderbuch zum Beispiel. Dass du nicht siehst auf dem Foto ist, er hat ein Pornografieproblem. Sieht man nicht, gell? Beatrice Bilderbuch kann mit der Kreditkarte nicht umgehen und hat Schulden gemacht. Bernd Bilderbuch, der Sohn, der hat letzte Woche dem Nachbarsjungen die Haare ausgerissen. Sehe ich auch nicht auf dem Bild. Und dann gibt es noch die Beate Bilderbuch, was die gemacht hat, fällt unter seelsorgliches Geheimnis eines Pastors, darf ich dir nicht erzählen. Aber das siehst du auf dem Bild nicht. Wenn du irgendwann einen Partner suchst oder ihn schon hast und denkst, es gibt die perfekte Familie, musst du enttäuscht werden. Wenn du eine Partnerschaft suchst oder eine Freundschaft suchst und denkst, es ist perfekt, musst du enttäuscht werden, weil das gibt es nicht. Aber dann denken dann die Leute, ja, dann wird man Christ vielleicht bist du Christ, ja? Und dann gehst du in die Kirche. Ich habe dir ein Bild vom ICF München mitgebracht, da sehen alle so aus. Alle. Nur schöne, perfekte. Was für ein Schwachsinn. Also, es gibt so eine Vorstellung, wenn du noch oft die Frage hast, ob du Christ werden willst, vielleicht auch heute die Frage, die diesem Gott gestellt hast, sage ich dir etwas, was Christen teilweise denken, was passiert. Wenn man sagt, Jesus, du darfst in mein Leben kommen, ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast, haben die manchmal so eine mystische Vorstellung, dass in dem Moment der Geist Gottes kommt oder was auch immer, der Jesus, und dann machst du und danach sagst du, ich bin perfekt. Gerade eben habe ich mir noch Pornos reingezogen, jetzt habe ich ein Gebet gesprochen, jetzt mache ich es nicht mehr. Gerade eben hatte ich die Tendenz zu übertreiben, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt mache ich es nicht mehr. Ich habe eine Frage an dich, wenn du Christ bist, okay? Achtung. Gibt es so ein, zwei Bereiche in deinem Leben, wo du noch ein bisschen Luft nach oben hast? Nur ein, zwei. Wer hat noch so ein, zwei Bereiche? Okay, die Heuchler melden sich jetzt nicht.
Die brauchen dringend Seelsorger, wer sich meldet. Also, wenn du in eine Kirche gehst und denkst, ich bin enttäuscht vom Pastor. Ich sag dir etwas, ich bin selber Pastor, jetzt musst du gut zuhören. Das ist ein tiefes Geheimnis. Pastoren sind auch Menschen. Was? Nein, 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 nö. Jugendleiter auch. Und du auch. Das sind Leute mit Macken, die machen Fehler. Du musst enttäuscht werden, wenn du denkst, die Kirche ist der perfekte Ort. Du weißt es in deinem Leben, dass du Lebensbereiche hast, wo Jesus noch ordentlich was verändern darf und du bist auch in der Church. Das heißt, wenn du an diese Perfektion irgendwie glaubst wegen Hollywood, musst du enttäuscht werden. Aber tief drin glauben wir alle noch, dass es Mike Mustermann wirklich gibt. Es begab sich zu jener Zeit, dass Mike Mustermann geboren wurde. Er war groß, talentiert und gut aussehend. In allem war er perfekt. Und weil Mike so perfekt war, lagen ihm alle Frauen zu Füßen. Er heiratete die schönste von ihnen und gemeinsam gründeten sie eine perfekte Familie. Als gute Christen ging Familie Mustermann jeden Sonntag in die Kirche. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr perfektes Lebensende. Du siehst, Perfektion oder die Vorstellung davon muss in Enttäuschung führen. Die Frage ist, was bietet dir Gott an? Ich möchte mit dir in die Bibel einsteigen, weil Gott nie von Perfektion redet. Er redet davon, dass unperfekte Menschen zusammenkommen und trotz ihrer Unperfektion Beziehungen leben können. Das ist das Wunder und nicht, wenn perfekte Menschen aufeinandertreffen. Jesus betet folgendes Mal in Johannes 17, sagt er, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie, meine Jünger, sagt Herr Jesus, bleiben zurück, heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Jesus betet für seine Leute, für Christen, lebendige Christen, erhalte sie in der Gemeinschaft. Er ist der Meinung, das Wunder ist, dass jemand in Gemeinschaft bleibt, nicht Gemeinschaft startet. Ein Jugendkreis starten ist keine Kunst. Eine Beziehung starten, ich war lange Hauptschullehrer in der siebten Klasse. In der siebten Klasse eine Beziehung zu starten, habe ich gemerkt, ist nicht die Kunst. Die Frage ist, hält die Beziehung über die erste Pause ja oder nein? Ich bin immer raus, habe gesagt, Chantal, bist du noch zusammen mit ihm? Nee, nicht mehr. Seit wann? Seit erster Pause. Okay, gut. Also erhalten in der Gemeinschaft scheint schwierig zu sein und ich habe dir jetzt etwas mitgebracht, wo Gott ein Prinzip einführt, dass wenn du das verstehst, wird sich dein Leben mehr in Beziehungen und Freundschaften und wo auch immer in Kirche verändern. Und zwar, Gott führt ein Prinzip ein, auf den ersten Seiten der Bibel. Und ich habe immer so eine Vorstellung, ich sehe die Bibel wie in Comics. Ich weiß nicht, was bei meiner Geburt falsch gelaufen ist, Sauerstoffmangel oder irgendwas, aber ich sehe die Bibel in Comics. Also ich stelle mir vor, da ist Adam, verstehst du? Und dann kommt folgende Situation, Gott sagt... Gott der Herr dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch, hier ist der Mann gemeint, also dass der Mann so allein ist und alle Jungs im Raum sagen, jawohl. Kann ich mal hören? Jawohl. Jawohl, gut, okay. Und dann geht's weiter. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt und alle Männer sagen, jawohl. Also das Problem an der Bibelstelle ist folgendes. In der Übersetzung kommt es nicht rüber, was eigentlich gemeint ist im Hebräischen, weil da denkt man, ja ist klar, der Mann braucht Hilfe, ja. Also ganz ehrlich, wenn du Fotos von mir vor der Ehe anguckst und danach weißt du, meine Frau hat Pimp Up My Husband gespielt. Das stimmt schon. Also wir Männer brauchen wirklich Hilfe, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, verstehst du, das, was hier gemeint ist, ist was komplett anderes. Was hier gemeint ist, was komplett anderes. Und zwar, was sie heißt, Hilftin, das Wort Gehilfin wird manchmal übersetzt. Aber das hebräische Wort heißt unter anderem vor allen Dingen Kontrast. Also stell dir die Szene so vor. Also Gott schafft den Menschen, den Mann, und er führt den Mann ganz sensibel, und wir Männer brauchen manchmal ein bisschen länger, an den Punkt, dass er merkt, es ist nicht gut, dass ich allein bin. Okay, also, wie macht das Gott? Er sagt zu ihm, gib den Tieren Namen. Ja? Und Adam fängt an. Krokodile, Krokodilin, Giraffe, Giraffin, Mauser, Mausi, Chamäleonär, Chamäleonini und... Und Männer brauchen manchmal ein bisschen länger. Beim 100. Tierpaar denkt er sich, warte mal Gott, ich hätte mal eine Frage. Also ich bin alleine. Er sagt, Gott, das ist nicht gut, dass du alleine bist. Sagt Gott, oh, super, wie machen wir das? Ja, schlaf mal ein. Adam schläft ein, gell, schläft und Gott macht da irgendwas, kannst du mal nachlesen, wie crazy stuff macht er da. Und dann wacht Adam auf und
bam, da ist Eva und denkt sich, wow, Gott, du kennst mich. Dieses Design ist der Hammer, diese Frau. Wahnsinn. Sie sind gleich zusammen und Gott sagt, na, freut euch, ja klar. Und sie sind verliebt, bekifft. Und dann kommt die Situation, nach 3 Monaten, ja, kommt Gott wieder in den Garten Eden rein. Stell dir das vor. Und übrigens, biologisch. 3 Monate lang hält das Bekifftsein an. Das ist ganz normal. Das heißt, nach 3 Monaten kommt Gott in den Garten Eden und sagt, na, Adam, Eva, wie geht's euch? Und die beiden, so gut, wir sind so ähnlich. Endlich jemand, der zu mir passt. Wir sind so seelenverwandt. Wir sind so eins. Nach 6 Monaten kommt Gott wieder. Und nach 6 Monaten, biologisch gesehen, nimmt das Bekifftsein so langsam ab. Und dann kommt Gott rein, sagt, na, wie geht's euch? Und Adam sagt, Gott, komm mal her, komm mal her, komm her. Psch, psch, komm mal, vier Augen. Was ist denn los, Adam? Kann man die auch zurückgeben? Wieso denn, Adam? Ja, weißt du, wir sind so verschieden. Dann geht er zu Eva rüber und Eva sagt, Gott, ich muss auch mit dir unter 4 Augen reden. Was ist denn los, Eva? Kann man den umtauschen? Ja, warum denn? Ja, wir passen nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, wie ich so bescheuert sein kann. Ich meine, es ist ein Mann, verstehst du, Gott? Was hast du dir denn beim Mann gedacht? Das geht nicht auf. Und der so, ja, du Frau, sei mal still. Und dann sagt Gott, komm mal beide her. Dann nimmt er sie in den Arm. Achtung, jetzt kommt's. Sagt Gott, genau, das ist mein Plan. Ich habe euch einen Kontrast geschenkt. Und Adam und Eva denken sich, Kontrast, ich will doch keinen Kontrast in Beziehungen. Freundschaften. In Kirchen und Familien denken wir, Kontrast ist etwas Schlechtes. In allen anderen Bereichen wissen wir, dass ohne Kontrast das Leben traurig ist. Stell dir mal vor, du hast Geburtstag. Hat jemand heute Geburtstag? Nochmal melden. Wo? Wo? Okay, wer Geburtstag hat, mal kurz auf den Stuhl draufstellen. Wir singen dir Happy Birthday. Stell mal auf, wer hat Geburtstag? Okay. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday. Liebe, wer auch immer. Sehr schön. So, jetzt sage ich euch mal, wenn man der Meinung wäre, Kontraste sind blöd, dann sage ich, ich feiere Geburtstag alleine. Ich brauche keine Freunde. Problem ist, wenn du keine Freunde hast, gibt dir keiner Feedback, wie bescheuert du aussiehst. Und dann denkst du dir, ja, warum nicht? Also, Kontraste sind blöde. Aber mal ganz ehrlich, wer will schon eine Geburtstagsparty alleine machen? Mit mehr macht's mehr Spaß. Lass uns nochmal die Paar hier feiern, eine Geburtstagsfeier. Let's do this, eine Geburtstagsfeier together. Dankeschön. Also, eine Geburtstagsparty mit 3000 Menschen macht definitiv mehr Spaß. Aber dann denkst du, naja, gut, aber dann schreibe ich jetzt ein Lied und ich finde Kontraste blöde. Ich nehme einfach einen Akkord. Okay, welchen Akkord nehmen wir heute? G. G wie Jesus. Come on, spiel es. G. So, und dann denkst du, wer braucht Akkorde? Ich will keine Kontraste. Wir spielen einen Song mit einem Akkord. Fühlst du den Song? Bewegt er dich? Wer will Kontraste? Ich nicht. Spiel weiter, es bewegt mich ganz tief. Oder du sagst, du kochst ein Essen mit einer Zutat, zum Beispiel einfach mit Eiern, einfach Eier. Oder du malst ein Bild mit einer Farbe. Wer will Kontraste? Ich nehme einfach Weiß. Oder dann sagst du, ich schreibe ein Buch. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Move-Buch. Kannst du kaufen draußen, leider schleicht ja auch Spaß. Aber du schreibst ein Buch und sagst, das Buch heißt R. Weil ich finde Kontraste blöde. Ich nehme einfach einen Buchstaben, der heißt R. Und das erste Kapitel heißt R. Könnt ihr bitte aufhören, das macht mich depressiv. Hört doch mal bitte auf. Also, das ist, sorry, aber das ist echt too much, was ihr da macht. Danke. Das ist... Wir wissen in allen Lebensbereichen, dass erst durch Kontraste das Leben schön wird. Bei Freundschaften, Beziehungen, Kirche und Familie denken wir, es ist anders.
Das heißt, das Entscheidende ist, wir wollen uns heute angucken, welchen Vorschlag macht dir Gott. Ich mache es am Beispiel von Mann und Frau, du kannst es übertragen auf Freundschaften, du kannst es auf alles übertragen. Die beiden haben eine Beziehung, irgendeine freundschaftliche oder Liebesbeziehung. Und es gibt eine Enttäuschung, das ist wie so eine Verletzung, die reinkommt. Und jetzt redet Jesus darüber, dass man als Mensch eine lebendige Gottesbeziehung zu Gott aufbauen kann. Bevor ich diese Revolution dir gleich erkläre, was das bedeutet in Enttäuschungen und Konflikten, möchte ich mit dir kurz reflektieren, wenn du das, was ich dir gleich erkläre, noch nicht anwendest, wie wir auf unserem Reflex reagieren. Unser Reflex ist, dass wir im Streit und in der Enttäuschung vielleicht harmlos anfangen, aber dann wird es irgendwann ein Streit oder wie ein Fight. Und das ist dummerweise kein Computerspiel, sondern es ist echt. Wir fangen an, Leute zu verletzen und dann kann es am Ende zu einem richtigen Kampf kommen, wo am Ende verletzte und zertrümmerte Herzen zurückbleiben. Der Unterschied zwischen einem Computerspiel und der Realität ist, dass noch so ein Fight dein Herzen Spuren hinterlassen hat und dass dieser Streit Enttäuschungen, Verkrustungen, Traurigkeit, vielleicht Bitterkeit hinterlässt. Ich möchte mir jetzt angucken, was die Revolution ist, die Jesus dir vorstellt. Nämlich er redet darüber, dass man über Gott eine Beziehung, egal wie stark die in einer Sackgasse ist und wie stark du enttäuscht bist, über ihn regeln kann. Er ist wie so eine Kläranlage. Kennt jeder eine Kläranlage? Da, wo die Scheiße hinkommt. Okay, manchmal muss man es so sagen, weil man weiß ja nicht. Okay, also das ist eine Kläranlage. Was bedeutet das? Wenn du lernst im Streit, diese Kläranlage Gottes zu nutzen, dann bedeutet das, dass du im Streit in deinem Herzen bereits anfangen kannst, mit Jesus zu diskutieren. Und das ist eine der größten Revolutionen, weil Jesus kann mit deinen Emotionen umgehen. Das ist unfassbar. Also in meinem Streit sozusagen mit meiner Frau, ich kann gut streiten mit meiner Frau, weil die ist ein Dynamitbündel, sag ich dir. Das ist wie so eine Blendgranate, wenn die hochgeht, sehe ich nichts mehr, sehe ich nur noch... Bin ich blind, verstehst du? Und wenn wir streiten, habe ich angefangen, mit Gott einzubeziehen. Und das ist etwas, wenn du das tust, was ich dir jetzt sage, zu riesigen Nebenwirkungen, frag den Pastor oder lest die Bibel. Wenn du das machst, du wirst merken, dass sich dein Streitverhalten ändert. Weil, wenn du anfängst, im Streit zu beten, kannst du Gott alles sagen. Jesus stirbt auf einer Müllhalde. Da kannst du jede Emotion, jeden Mist in deinem Leben, alles, was dich frustriert, einfach hin, auf Deutsch gesagt, kotzen in deinem Herzen. Das mache ich folgendermaßen. Das Interessante ist, dass Gott noch nicht mal darauf achtet, ob deine Gebete theologisch korrekt sind. Wie cool ist das denn? Weil wenn wir emotional sind, sind wir gar nicht korrekt. Weil im Streit denke ich nur eins. Ich habe Recht, du nicht. Kennt das jemand? Okay, ihr seid Heilige, seid Christen, ich sehe schon. Also, ich habe Recht, du nicht. Das denke ich im Streit jedes Mal so. Das will ich ja gar nicht streiten, verstehst du? Und dann bin ich im Streit drin und fange an, mich auszukotzen bei Gott. So richtig emotional und sage einfach, Gott! Warum hast du mir diese Frau gegeben? Die habe ich mir selber ausgesucht, das vergesse ich im Streit ein bisschen, verstehst du? Aber Gott ist easy, der kann damit umgehen. Weißt du warum?
Das ist genauso, wenn mein Sohn ausflippt. Mein Sohn ist mal mit 2 Jahren ausgeflippt und da war er so richtig emotional. Er ist ein blöder Papa und alles Blöde und geschimpft und ich habe ihn angeguckt und habe mir gedacht, wie süß. Und es war so der Moment, wo ich ihn so angucke und mir denke, jetzt nicht lachen, das wäre pädagogisch ganz schlecht. In so einem Moment, das kannst du dir zwar nicht vorstellen, als Eltern denkst du nur, ja, schlimm, ja, ja. Und du denkst, wie süß. Und wenn du ausflippst, emotional, als das Opfer der Welt, als das Opfer von Deutschland dich fühlst, denkt Gott auch, wie süß. Der Tobi denkt jetzt echt, er ist wirklich das Unschuldslamm. Der denkt jetzt ernsthaft wirklich, dass nur seine Frau schuld ist. Der denkt ernsthaft, dass nur der Pastor schuld ist. Der denkt jetzt ernsthaft und so weiter, ja. Und Gott denkt sich, wie süß. Weil das Coole bei Gott ist, der kann mit dem, was in deinem Herzen ist, umgehen. Je nachdem, aus was für einer Prägung du kommst, vielleicht kirchlich, christlich, denkst du, so kann ich doch nicht beten. Aber wie soll ich es dir sagen? Gott hört zu jedem Zeitpunkt, was dein Herz denkt. Wusstest du das? Bisschen spooky, oder? Also ich bin froh, dass ihr nicht alles wisst, was mein Herz zu jedem Zeitpunkt denkt. Stell dir mal vor, ich kann auf dem Screen dein Herz-Screen sagen, aha, die Jenny da hinten, das denkt die gerade und hat heute 24 Stunden das gedacht. Boah! Also ich bin froh, dass Gott das hört und damit umgehen kann, weil er weiß, wie ich bin. Das heißt, du kannst ganz heilig beten. Du kannst sagen, Vater unser im Himmel. Und es hört sich so heilig an. Aber dein Herz denkt sich, mein Jugendleiter könnte ich an die Wand klatschen. Weißt du, geheiligt werde dein Name. Aber die Vollpfosten aus meiner Jugendgruppe, die nicht. Ja, verstehst du? Und so betest du und Gott hört dein Herz die ganze Zeit. Es ist viel schlauer, das, was dem Müll in deinem Herzen, direkt zu Jesus auch zu beten. Und er kann damit umgehen. Weil wenn du dich da ausgekotzt hast, die Emotionen weg hast, dann kannst du an einen Punkt kommen, jetzt wird's risky, Achtung, wo du sagen kannst, Gott, wenn du auch noch was zu sagen hast, dann rede jetzt. Aber du weißt ja, sie ist schuld. Und wenn du das machst, der Heilige Geist wird das ein Geist der Versöhnung bezeichnet. Gott stellt immer Beziehung wieder her, wenn du ihn lässt. Dann wird er dir Gedanken geben, die werden dir gar nicht gefallen. Nämlich zum Beispiel, was ist dein Anteil an dem Konflikt? Was hast du in diesem Konflikt beigetragen? Es gibt nie nur einen Schuldigen. Und so Momenten war ich dann in der Streitsituation letztens. Da habe ich gesagt, Gott, wenn du was zu sagen hast, sag's. Aber es ist ja eh logisch, dass du nicht sagst, weil sie ist schuld. Und da habe ich so einen Gedanken, so einen Blitzgedanken. Vielleicht kennst du es auch. Und er ist, nimm sie in den Arm. Ich so, nee, die, nee. Gott, hallo, die ist schuld. Nimm sie in den Arm. Und jetzt wird es entscheidend. Ist Jesus schon der Boss in deinem Leben, ja oder nein? Wenn nein, sagst du, nee, mach ich nicht, ich bleib hier. Wenn ja und Gott dir Impuls gibt, sagst du, okay, ich mach's. Eigentlich sollte sie den ersten Schritt machen, aber wenn Gott der Chef in deinem Leben ist, blühst du auf, weil er bringt dich dazu, aus deiner Sackgasse rauszukommen, wo ganz ehrlich wir uns selber nicht drin wohlfühlen. Wenn wir uns streiten, wenn wir enttäuscht sind, tief drinnen wünschen sich beide eigentlich Versöhnung, aber wir schaffen es nicht, aus unserer Box rauszukommen. Deswegen, wenn du Jesus in deine Box einlädst, hilft er dir daraus. Das sind Momente, die mich tief bewegen und tief dankbar machen, dass Gott mir da hilft. Und die Frage ist, die du vor dem Streit und in Zukunft vorher beantworten musst, ist, an welcher Schulter willst du dich ausweihen? Weil du hast wie 2 Möglichkeiten. Du kannst dich an der destruktiven, teuflischen Schulter ausweihen oder an der göttlichen. Entsprechend kriegst du sehr unterschiedliche Tipps. Die sehen dann vielleicht so aus. Armer Tobi, du bist hier echt das Opfer. Du hast recht. Schau dir die Person doch mal an. Also, du brauchst wirklich nichts ändern. Hey Tobi, wenn du willst, kannst du an dieser Situation jetzt wachsen. Hast du dich schon einmal in die andere Person reinversetzt? Wie würdest du jetzt gerne an ihrer Stelle behandelt werden? Wenn du willst, kann ich dir Liebe für die Person schenken. Wenn du dich entscheidest, an welche Schulter du gehst, werden deine Gedanken unterschiedliche Dinge ablaufen. Der Reflex in dir wird sein, Streit, Enttäuschung, weglaufen, trennen, Scheidung, Kirche wechseln, Schule wechseln, whatever. Der göttliche Impuls ist, Beziehung heilen, befreien, nach vorne gehen. Und das ist etwas in deinem, meinem Leben, wenn du das nicht angehst, ist dein Beziehungsdreieck schnell an einem Punkt, wo dieser, auf Deutsch gesagt, Scheißhaufen deiner Emotionen, jedes Beziehungsdreieck killt. Ich habe es dir mal mitgebracht. Das bedeutet, dass wenn du diesen Weg nicht wählst, den Jesus dir vorschlägt, wird jede Beziehung, jede Freundschaft, jede Kirchenbeziehung, jede Familie,
wird irgendwann darunter ersticken. Es gibt keine andere Variante. Und Jesus sagt etwas, das ist der meist missachtete Satz des Christentums. Bist du bereit für den Satz? Bist du nicht? Ich sag's dir trotzdem. Achtung. Er sagt, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung erleben. Und die meisten Christen sagen, das meint er nicht so. Das ist ein Übersetzungsfehler. Im Griechischen steht bestimmt, wer nicht vergibt, wird trotzdem Vergebung, weil Jesus ist ja klar. Nein, kannst du im Griechischen nachlesen. Das meint Jesus im Aramäischen, im Griechischen, im Hebräischen, im Türkischen, im Deutschen und im Englischen immer gleich. Wenn du nicht vergibst und dieses Prinzip nicht anwendest, dass du Jesus in deine Box einlädst, wo du nicht rauskommst, wirst du selber keine Vergebung erleben. Das heißt, du wirst in Bitterkeit leben, du wirst mit einem kaputten Herzen leben, du wirst mit Schmerzen leben in dir und du wirst deine alten Beziehungen, deine alten Enttäuschungen mitschleppen. Und das kannst du gerne, wenn du jung bist, in älteren Generationen unseres Landes angucken. In unserem Land sind wir nicht besonders gut da drin, Konflikte wirklich zu klären. Wir sind gut darin, über den Lehrer zu reden, aber nicht mit dem Lehrer. Über den Chef, aber nicht mit dem Chef. Über den Pastor, aber nicht mit dem Pastor. Und Jesus redet davon, dass er uns Durchbrüche geben will. Und wenn du das ernst nimmst, ist Gott ein Spezialist darin, dass er dich überrascht in deiner Enttäuschung. Dass er wie meine Katze zu Hause dir etwas zeigt, dass Gott ein Spezialist darin ist, aus dem größten Mist Dünger zu machen. Das ist Gottes Spezialgebiet. Jesus ist Spezialist darin, in deinen Sackgassen des Lebens dir zu begegnen, dich zu heilen, dir Versöhnung zu schenken und Beziehungen wiederherzustellen. Dafür betet Jesus. Erhalte sie in der Gemeinschaft. An einem Punkt sagt er, an der Gemeinschaft untereinander werden die Menschen Gott erkennen. Was ist das für eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft, die erlebt hat, dass man direkten Zugang durch Jesus zu Gott hat, dass Gott eine Kläranlage ist und dass wir uns versöhnen können. Es ist nicht, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ey super, bist du vom CVM? Geil. Bist du aus dem ICF? Geil. Bist du daher? Geil. Das ist nicht. Es ist Versöhnung. Das ist ein Wunder. Und wenn wir das anfangen zu leben, wird Großartiges passieren. Dann wird in den Beziehungen, in denen du lebst, das Fundament größer werden, anstatt dass es erstickt wird. Das Fundament wird tiefer bei jedem Konflikt, den du löst. Ich musste das sehr schmerzhaft lernen. Und ich hoffe, du musst es nicht genauso schmerzhaft lernen. Meine Frau war hochschwanger mit unserem ersten Sohn und in diesen paar Wochen vor der Geburt habe ich eine Herzattacke bekommen. Meine Frau hat den Notarzt gerufen, ich habe keine Luft mehr bekommen, mein Herz hat gesponnen. Der Notarzt nimmt mich mit. Ich werde 24 Stunden durchgecheckt und der Arzt sagt am Ende, Herr Teichen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, wir haben körperlich bei Ihnen nichts gefunden. Die schlechte ist, obwohl wir körperlich bei Ihnen nichts gefunden hatten, wären Sie gerade eben fast an einem psychosomatischen Herzinfarkt gestorben. Und Herr Teichen, es ist übrigens egal, ob es psychosomatisch oder körperlich ist, danach sind Sie tot. Sie müssen dringend herausfinden, warum Ihre Seele der Meinung ist, dass der Tod durch Herzinfarkt in Ihrem Leben eine gute Lösung wäre. Bam! In diesem Moment sitze ich im Krankenhausbett, meine Frau weint, ich weine und sage, Jesus, was ist mit mir los? Warum will meine Seele sterben? Siehst du, du musst mir zeigen. Ich habe meine Freunde gesucht. Ich hoffe, du hast Freunde, die mit Gott unterwegs sind. Ich habe ihnen erzählt, wir müssen gemeinsam Gott suchen. Ich habe die Bibel aufgeschlagen. Ich bin zu Angeboten in der Kirche gegangen, wo man so Freiheit erleben kann. Und Gott hat mir angefangen, Dinge zu zeigen. Zum Beispiel, dass seit meinem vierten Lebensjahr ich nur die Situation kenne, wenn meine Eltern gestritten haben, hat meine Mutter oft gesagt, ich lasse mich scheiden. Seitdem ich 4 Jahre alt bin, habe ich angefangen, abends im Bett zu weinen. Bei jedem Streit hatte ich Angst, meine Mutter wird bald weg sein. Diese unterbewusste Scheidungsangst hat in meinem Leben dazu geführt, dass wenn eine Enttäuschung kam, ein Konflikt kam, ich davor weggelaufen bin, aus unterbewusster Scheidungsangst. Deswegen habe ich es wie abgefedert. Irgendwann frisst es deine Seele auf, irgendwann ist der Scheißhaufen so groß, dass er alles erstickt. Und ich hoffe, dass du es in deinem Leben nicht so weit kommen lässt wie ich.
dass du nicht erst irgendwelche Crash brauchst in deinem Körper, um ernst zu nehmen, wenn Jesus sagt, wenn du nicht lernst, Konflikte anzugehen, wenn du nicht anfängst zu vergeben, wirst du keine Vergebung erleben. Irgendwann wird seine Seele irgendeine Form von Exit wollen. Und deswegen möchte ich dir folgenden Gedanken noch mitgeben. Oft denkt man in Enttäuschung, die anderen sind schuld. Und das möchte ich kurz am folgenden Bild zeigen. Die Jule wird mir kurz helfen, hier vorne euch das zu zeigen, weil im Kolosserbrief heißt es, dass Gott uns über unsere Liebesunfähigkeit, vielleicht kannst du das mal anziehen, wie ein Mantel der Liebe schenken will. Was heißt das? Wir haben oft keine Liebe für Menschen, besonders nicht, wenn wir enttäuscht sind. Und Gott sagt, du kannst so wie diesen Mantel der Liebe drüber ziehen und erleben, dass Gott dir Liebe schenkt, weil Gott hat kein Liebesproblem mit der Person, die du gerade hast. Der kann dir Liebe geben. Oder zum Beispiel in meinem Leben merke ich, dass dieses Kleid hier oder dieser Mantel für mich sehr wichtig ist, weil meine wichtigste Gabe, die ich habe, ist Ungeduld. Nummer eins Gabe in meinem Leben. Ich bin immer ungeduldig. Und Gott sagt, Tobias, du kannst über deine Ungeduld, diese Geduld, drüber ziehen, über deine Unfähigkeit, Geduld zu haben. Was möchte ich damit sagen? Die gute Nachricht ist, dass du nicht davon abhängig bist, wie deine Umgebung ist. Nicht, ob deine Umgebung sich versöhnt oder nicht. Du kannst in deinem Herzen mit Jesus frei sein. Vielen Dank, Jule, hast du sehr gut gemacht. Ein Applaus für Jule. Die gute Nachricht ist, wenn du mit Jesus straight lebst, kann er dir Liebe geben. Ich mache dir zwei Beispiele aus meinem Leben. Es gibt Tage, da schaffe ich es morgens mit Jesus Zeit verbringen, da schaffe ich es, Bibel zu lesen und ich habe Spannkraft an dem Tag. Ich komme vielleicht nach Hause, meine Frau tut blöd, mein Sohn tut blöd, aber ich habe Spannkraft in mir, ich habe Liebe in mir. Ich mache einen kleinen Gag, entschärfe die Situation und an dem Abend bin ich Germany's next top husband and top father. Am nächsten Tag schaffe ich es nicht, mit Jesus Zeit zu verbringen, schaffe es nicht, mich aufzuladen mit seiner Liebe. Ich komme nach Hause. Meine Frau tut vielleicht genauso blöd wie gestern oder mein Sohn genauso blöd wie gestern in meiner Perspektive, aber ich flippe aus. Wenn es an meiner Umgebung liegen würde, dürfte ich nicht in einer Situation Liebe haben und anderen nicht. Also scheint es an meinem Herzen zu liegen. Und das ist die gute Nachricht. Jesus will mit dir diesen Weg gehen. Nur das Problem ist, nachdem wir uns alle am Anfang gemeldet haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in diesen Enttäuschungen auch Verletzungen passiert sind. Und das ist das gleiche Prinzip, wie wenn ich mich an meinem Bein verletzt hätte und dann denke, ja, es tut echt weh, ich setze mich mal lieber hin. Und die Schmerzen sind so groß, dass du da sitzt und denkst, wie soll Gott das denn wiederherstellen, wie soll ich denn da rauskommen? Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du kannst dich umschauen und dich mit anderen Menschen vergleichen. Wenn ich das heute Abend mache, schaue ich mich in Karlsruhe rum und merke, alle sitzen. Scheint normal zu sein. Scheint normal verletzt zu sein, scheint normal desillusioniert sein von Kirche. Scheint normal zu sein, in seinem Glauben von Gott verletzt zu sein und seinen Glauben zu minimieren. Wenn ich mich jetzt heute so in diesem Bild umschaue, werde ich niemals aufstehen. Weil ich merke, das macht ja jeder so. Keiner geht Konflikte an. Wann fange ich an zu trainieren? Wann hole ich einen Physiotherapeuten? Wenn ich eine Vision habe, wo ich sage, eigentlich bin ich designed dafür zu laufen. Wenn ich weiß, es ist nicht mein Design, in der Verletzung liegen zu bleiben, sondern mit Gottes Hilfe aufzustehen, werde ich es anfangen. Und so ist es bei Enttäuschung und Verletzung auch. Du musst dir wie ein Physiotherapeut suchen. Ich habe mir einen Freund gesucht, der Konflikte angehen kann als Coach. Ich habe gebetet, ich bin zu Jesus gegangen an dieses Kreuz. Ich habe Entscheidungen getroffen, habe gesagt, Jesus, ich will es lernen, in diesen Schmerz rein zu trainieren, weil ich habe es zu Hause nicht gelernt. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber wenn ich nicht frustriert und bitter mit einem Trümmerhaufen von Beziehungen enden will, muss ich es lernen. Ich sage, Jesus, hilf mir. Und genauso wie du körperlich in den Schmerz rein trainieren musst, musst du es auch, wenn du frei werden willst, im Bereich Konflikte und Enttäuschung und sagen, Jesus, ich entscheide mich, ich stehe auf. Auch wenn es weh tut. Ich brauche Hilfe. Ich werde ehrlich. Aber ich will ein Mann oder eine Frau sein und werden, die deine Prinzipien ernst nimmt. Ich sage, Jesus, ich nehme dich ernst, ich will diese Kläranlage erleben, ich will ein Friedensbotschafter werden in meiner Familie, in meiner Freundschaft, in meiner Kirche. Ich werde es beten und wenn du magst, kannst du im Herzen mitbeten, dass während dem nächsten gesungenen Gebet du an deinem Platz Gott dir etwas zeigt in deinem Herzen, wo du vielleicht gerade enttäuscht bist. Vielleicht bist du sogar von Gott enttäuscht.
von Menschen, von Situationen, von Kirche, Familie, was auch immer. Und dann werde ich danach nochmal kommen und mit dir beten, dass heute ein Tag ist, ein Abend ist, wo du wie geistlich in diesem Bereich eine Entscheidung treffen kannst, nachher zu sagen, Gott, mit deiner Kraft will ich neu aufstehen. Wenn du magst, bete mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass wenn wir jetzt die Augen schließen, unser Herz öffnen, du, Heiliger Geist, an unser Herz klopfst. Du siehst den Schmerz in diesem Raum, die vergossenen Tränen, die Enttäuschungen. Jesus, siehst den Schmerz, den manche in diesem Raum haben mit ihren Eltern, mit Freunden, mit Verrat, Mobbing. Du siehst, wo das Leben Spuren hinterlassen hat in unseren Herzen, die Furchen, die Schnitte, die Traurigkeit. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt unser Herz klopfst, uns zeigst, in welchem Bereich du uns einlädst, heute dich reinzuholen, in unsere Box des Schmerzes, dich einzuladen, in unsere Hoffnungslosigkeit vielleicht sogar. Vielleicht in Bereiche, die seit Jahrzehnten so sind, in unseren Familien oder wo auch immer. Ich bitte um deinen Schutz für unsere Gedanken, unsere Gefühle. Redet so zu uns, dass wir es verstehen in diesen nächsten Minuten.